Jo, und was geht, meine Crows da draußen und Dragon Ball Fans? Willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Let's Play Video. Und zwar hatte ich ja angekündigt, dass ich Dragon Ball Heroes Japan Mission 1 mache und 2 und den Japan Mission X. Also es gibt drei Ableger für den 3DS und hier haben wir erstmal den ersten. Hier ist hauptsächlich erstmal nur die ersten grundlegenden Story-Inhalte, also wie weit es geht, weiß ich überhaupt nicht. Am Anfang kann man sich natürlich dann hier einen Charakter aussuchen, Namekianer womöglich, dann Freezers Rasse, Margins, Saiyajin oder Menschen und einen weiblichen Saiyajin. Oder Mensch, keine Ahnung. Ich kann ja kein Japanisch, also wenn ihr da draußen Japanisch könnt, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch lesen. Ich kann einfach nur immer auf Jut Glück drücken und denken, was überhaupt das ist. Ich kann hier auch keinen Buchstaben mehr aussuchen. Ich würde jetzt einfach vom Alphabet gehen, und zwar, dass hier das A, das B, das C ist. Und so würde ich das jetzt einfach machen. Würde ich einfach mal jetzt Crow einnehmen. Dann haben wir das C und dann A, B, C, D, E, E, F, warte mal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Also hier werdet R. Und hier sind wahrscheinlich die kleinen Buchstaben. Ich möchte meinen, ich weiß es nicht genau. Obwohl, hier fehlen ein paar anscheinend. Ja, wir machen jetzt einfach so, wie ich denke und ja, haben wir noch ein O und hier denke ich mal, hier unten ist das W. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht sagen, ob es so ist. Oh, der hier macht er rückgängig, alles klar. Also ich kann immer nur gut Glück drücken und hoffen, dass irgendwas richtig ist. So, da haben wir denn unsere erste Karte, das geht ja mehr um Karten hier. Es kommt ja von so einem Arcade-Game-Spiel in Japan. In Japan ist es sehr populär eigentlich, das Spiel. Und da kommen immer wieder neue Editionen raus und immer auch wieder neue Booster und dergleichen. Ja, er redet jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, was er redet. Keine Ahnung. Er hat uns auf jeden Fall eine Kapsel gegeben. Ich weiß nicht, was da drin ist. Jill ist da drin. Also ich kann es doch nicht wegdrücken. So, den geben wir erstmal einen Namen. So. Wir wollen uns ja hier lange nicht drauf aufhalten in dem Menü. Und falls jemand da draußen jetzt sagt, ja, warum spielst du nicht auf Deutsch oder auf Englisch? Ja, Leute, es gibt es nicht auf Deutsch oder Englisch. Also es gibt nur auf Japanisch. Es ist ja nie nach Europa rausgekommen. Sondern nur da hinten geblieben. Was eigentlich schade ist, also vom Grundprinzip ist es eigentlich ganz cool gemacht. Die Grafik ist so Budokai Tenkaichi, Budokai 2, möchte ich sagen. Also viel anders ist die Grafik jetzt auch nicht. So, und dann kommen wir hier, können wir natürlich unsere Karten auswählen. Das habe ich schon mal ein bisschen mitgekriegt. Ich hatte es ja schon mal kurz angespielt. Hier haben wir denn unsere Karten drin, möchte ich meinen. Genau. Natürlich ist hier noch eine Strünne, ne? Wir haben ja noch keine Karten, außer die eine. Und hier haben wir dann noch auch Karten, genau, ja, nee, hier haben wir unser Team, also wir können mehrere Teams anlegen, wie wir halt spielen wollen und ja, wir haben ja gerade mal eine Karte und das ist die nämlich und wir können insgesamt 5 Karten mitnehmen auf den Kampf, haben wir den Scout, da können wir nochmal die irgendwelche Sachen checken, hier haben wir die Option, hier kann man aber jetzt auch nicht viel machen. Ich weiß zwar nicht, was er hier drücken muss oder sonst dergleichen. Also man kann wirklich die Schrift nicht ändern oder sonst irgendwas machen, was schade ist. Hier kann man dann noch über einen Hyperlink, kann man dann noch gegen andere spielen. Und hier haben wir die Story. Hier ist jetzt erstmal das Grundlegende, was wir machen wollen. Ich muss noch ein bisschen leiser drehen, weil das ist extrem laut gerade. So, und hier haben wir die erste Sage, die Saiyajin-Saga. Hier haben wir dann die Freezer, Namek-Saga, dann hier Freezer, Cyborg, Cell-Saga, Kaioshin-Saga, keine Ahnung warum das so ist, Dabra, dann haben wir Majin Buu, Baby ist dabei und dann noch eine geheime Mission. Wir fangen jetzt erstmal natürlich mit der ersten an und die ist halt so aufgebaut, dass man halt die ganzen Level durchspielt. Ja, bis hier hinten. Ganz hinten ist immer so ein Endgegner, das ist glaube ich von
in Raging Blast 2 für PS4 und Xbox 300, nee, für PS3 und Xbox 360. Da war auch so ein etwa gemacht mit so einer Felder. Aber mal sehen, was uns jetzt erwartet. Erstmal in Mission 1. Ja, die Grundstory wird halt immer erzählt, so im Textbildschirm. Manchmal hat man dann auch noch so Zwischensequenzen, die eigentlich ganz cool gemacht sind. Aber im Großen ist es hauptsächlich nur Text. Was wir halt natürlich nicht lesen können. Ne? Also ich kann euch jetzt grob sagen, was hier passiert. Ich denke, jeder da draußen weiß eigentlich die Saiyajin-Sage, ne? Freeza und, Vegeta und Nappa kommen auf die Erde. Und versuchen Kakarot zu töten. Kakarot alias Goku. Für alle, die sich damit nicht so bewandern. Die Dinger sind halt nur Textaufgaben. Die gehen wir aber trotzdem einfach durch. Auch wenn wir nicht lesen können. Ist erstmal egal. Hier haben wir eine kleine Zwischensequenz, ja. Oder wir sehen Raditz. Und er sucht natürlich jetzt nach starken Gegnern. Hat jemanden gefunden? Ich glaube, das war in der Serie zu Piccolo. Ja, und wenn ihr fragt, wie ich das hier spielen kann, das ist ein 3DS-Emulator. Citra heißt der. Ich werde wahrscheinlich einen Link zu der Seite unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr mal abchecken und könnt selber auch vielleicht mal zocken eine Runde. Diesen Ableger und 3DS-Emulator. Das Problem ist halt, ihr braucht wirklich einen leistungsstarken Rechner. Also, ihr braucht wirklich einen leistungsstarken Rechner. Sonst kann er das nicht richtig abspielen und ihr habt halt immer Hacker und immer Probleme. So. Die wundern sich natürlich auf Raditz, aber diesmal hat er nicht Piccolo gefunden. So wie in der Serie eigentlich. Oh, jetzt hat er Son Goku in den Game. Und hat sich erstmal Son Goku geschnappt. In der Serie sah er natürlich ein bisschen anders aus. So, und hier, das sind die ersten Kämpfe, die sind halt natürlich anders, die sehen wir ja natürlich auch. Hier kämpfen wir mit Son Goku und Piccolo gegen Raditz. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie das Kampfsystem aufgebaut ist. Eigentlich ganz lustig. Und man muss auch ein bisschen strategisch vorgehen. Also man kann jetzt nicht alle nach vorne schieben, die Karten. Wir haben ja Karten auf dem Spielbrett. Nach vorne schieben und volle Attacke. Das wird sich nachher rächen in der zweiten Runde. Weil dann sind sie nämlich ausgepowert. Und wir haben nicht genug KI, um anzugreifen. So, dann holen wir noch Krillin dazu. Wir können hier einen Chip auswählen, um halt stärker zu sein. Zum Beispiel da oben steht HP, das ist nicht auf Japanisch. Aber die anderen Sachen sind halt auf Japanisch. So, dann haben wir hier die Karten. Die seht ihr wohl möglich da unten. So, ein Dragon Ball ist hier versteckt. Wenn wir also gewinnen, kriegen wir den Dragon Ball. Und wenn wir alle 7 zusammen haben, können wir uns Karten wünschen oder ein Item oder sonst dergleichen. Da das auf Englisch ist, mache ich immer auch bloß gut Glück. So, und hier wird uns nochmal erklärt, was wir machen müssen. Wenn wir nach oben schieben, also nicht in die blaue Zone. In die blaue Zone ist die Ausruhzone. Er zeigt uns halt gerade mit Krillin, ne? Dann können wir nach vorne. So, dann können wir hier uns die Karte nehmen und nach vorne drücken. Und ich denke, wir werden mal jetzt Piccolo ein bisschen hinten lassen, wegen KI und so. Und hoffen, dass die 5400 reichen für Raditz. Reichen gerade so. Wir dürfen als erstes angreifen. Das An ist halt immer nur Quatsch, ne? So, die greifen dann an. So ist das Spiel aufgebaut. Da haben wir da einen Heartbreaker K.O. So, zack, schön drin. Also die Grafik erinnert halt ein bisschen an Budokai, ne? Und dann müssen wir hier das Höchste drücken, damit wir halt mehr Power haben und dass wir... Also ihr wisst ja, wie das ist. Wie Budokai halt, ne? So, dann darf der Gegner angreifen. Hier können wir das noch ein bisschen den Schaden
minimieren. Wir haben es ja volle Angriffe geschafft. Damit hat man dann immer noch Spezialabwehr. Und wenn man selber angreift, hat man dann dadurch einen Finisher. Also man kann dann ein Ulti machen, Kamehameha oder sonst dergleichen. Jetzt hat natürlich Krillin weniger KI und Son Goku natürlich auch. Und Piccolo auch ein bisschen, seht ihr ja hier. Die haben weniger Energie und darum müssen sie sich erstmal ausruhen. Wir dürfen aber den Dragon Ball nicht vernachlässigen. Dann holen wir Piccolo noch ein bisschen nach vorne und dann versuchen wir nochmal anzugreifen. Ah, er hat natürlich 8000. Wir haben nur noch 1599. Darum darf er auch als erstes angreifen. Und er hat ja eine Ulti. Das sehen wir da oben an den gelben Balken. Und ich habe jetzt vergessen zu drücken, weil ich nämlich gequatscht habe. Und da oben hat er nämlich so einen Balken. Jetzt hat er uns den Dragon Ball nur noch geklaut. Und er macht seine Ulti. Die hat natürlich ordentlich reingezimmert, ne? Jetzt ist Son Goku erstmal besinnungslos. Und daher kann nur Piccolo angreifen. So, wir haben mehr als er. Das ist schon mal ganz gut. Somit holen wir uns den Dragon Ball wieder. Und jetzt kommt natürlich Krillin wieder dazu. Son Goku muss erstmal zurück. Er muss erstmal in eine Ausweichzone. Und Piccolo wird weiter nach vorne stürmen. Das meine ich. Also ihr müsst ein bisschen taktisch vorgehen. Ihr könnt jetzt nicht immer alle. Das ist natürlich jetzt ein Tutorial sozusagen. Jetzt kommt noch Gil mit seiner Attacke. Manchmal hat er auch ein Item, was sich denn Energie gibt oder mehr Power oder sonst dergleichen. Kommt immer drauf an. Er hat uns ein Level geschenkt. So, er hat aber 11.000, warum auch immer, warum er Raditz 11.000 hat, aber okay. Beim Computer ist es sowieso immer komisch. Die haben immer richtig viel KI. Außer halt am Anfang, wenn man jetzt mit Allerin stürmt, ne? So, wir haben volle Power. Das ist immer ganz gut. Das sieht nämlich kaum was ab. Und manchmal hat man zwar noch das Glück, dass man kontern kann. Ist auch sehr nett eigentlich. Ne, das reicht nicht, Raditz. Oh, er ist jetzt K.O. Also kann er in der nächsten Runde erstmal nicht angreifen. Ja, Son Goku könnte eigentlich nach vorne. Son Goku und Piccolo haben jetzt eine Ulti zur Verfügung. Also das sehen wir an die gelben Punkte, an die gelben Kreise. Wahrscheinlich ist das auch irgendein japanisches Zeichen für Ulti. So, er hat ja 0, weil er besinnungslos ist. Daher haben wir volles Angriffpotenzial und wir haben noch zwei Ultis zur Verfügung, wenn wir über den Balken kommen, also über den blauen Balken, dann können wir uns die Ulti reinknallen, also können wir die Ulti benutzen. Wir haben es ja volle Power, wir haben es ja den Drachen bekommen. Das ist richtig genial, dann können sie nämlich alle beide ihre Attacken raushauen. Wird uns jetzt nochmal angezeigt und ihr habt ja gesehen, was gerade für ein Schaden abgegangen ist. Und Piccolo mit seiner Höhenspirale und das war's für Raditz. 8000 Schaden, das hätte er eh nicht mehr überlebt. Also im Grunde, so funktioniert das Spiel und das wird halt natürlich immer schlimmer, weil man halt mehr Gegner hat. Und man kriegt auch noch besondere Fähigkeiten dazu, wenn man jetzt mit seiner eigenen Karte spielt. Das war jetzt nur Tutorial. Dann kann man sich auch nachher verwandeln. Also man kriegt die Fähigkeit, sich zu verwandeln. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ja, man spielt halt die hauptsächlichen ersten Storys. Wir haben es ja in Dragon Ball gekriegt. Und die sind halt immer wahllos. Wir haben es ja eine neue Karte gekriegt. Son Goku GT1, also Super Saiyan 1. Und der kann sich, glaube ich, in Super Saiyan 3 verwandeln. Was richtig cool ist. Und hier haben wir eine neue Angriffskarte für unseren Gil. Also dann können wir mehr... Entweder wir haben jetzt mehr 1, weiß ich, irgendwas. Oder man kriegt halt, wenn so eine Rakete auswählt, kriegt man halt mehr Angriff. Kommt immer drauf an, was man gerade braucht.
Wir können auch Level steigen, dadurch werden wir natürlich auch stärker, wir kriegen mehr Energie und alles dergleichen. Also im Grunde ist es richtig cool gemacht. Und unsere Karten, die anderen Karten, die leveln natürlich auch dementsprechend. Ja, und dann haben wir natürlich wieder das Szenario, dass sie geredet wird und die Story vorangetrieben wird. Und jetzt könnten wir nochmal die Mission spielen, da ist nämlich nochmal ein Dragon Ball versteckt, das ist immer unabhängig. Man könnte jetzt direkt auf der Jagd gehen nach Dragon Balls, was ich aber persönlich schwachsinnig finde, weil die kommen generell die ganze Zeit, also die kommen immer andauernd, halt für die Karten, ne? Ja, Leute, das war erstmal die erste Folge dieses Dragon Ball Heroes Japan Mission 1. Für den 3DS und ja, falls euch das Spiel gefallen hat und ihr davon mehr sehen wollt, dann seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin erstmal raus und ciao.